Drehen wir ein paar Mal. Ja. Also unter Wasser sollte man eigentlich, wie gesagt, nicht nehmen, aber damit ihr mal seht, dass er halt dicht ist, wirklich. Ja. Hallöchen, heute gibt es eine neue Folge von den Backpacker Tools und zwar möchte ich euch heute unseren wasserdichten Rucksack vorstellen. Den wird meine nette Assistentin, die da gerade rennt, gleich auch noch auf Herz und Nieren im Wasser testen. Und ja, erstmal kurz blende ich euch jetzt ein Bild ein, dann könnt ihr nämlich einmal sehen, wie klein der wasserdichte Rucksack eigentlich ist. Der ist richtig mega und ausgepackt sieht er dann so aus. Der ist 22 Liter groß, beziehungsweise hat Platz für 22 Liter Inhalt. Und ich stelle das mal einmal ab hier. Wenn man das jetzt sieht, den kann man echt total klein machen. Das ist richtig Wahnsinn. Der wiegt nichts, der ist aus einem total reißfesten Material und ist halt, wie gesagt, wasserdicht. Das ist das Spezielle daran. Einzig negativer Punkt, der hat jetzt hier nicht so einen Bodenschutz unten drin, sage ich mal. Und der ist wirklich sehr, sehr dünn, aber wie gesagt auch extrem reißfest. Da sollte man jetzt keine spitzen Gegenstände einfach so reinlegen. Also besser keinen Schlüsselbund da reinlegen oder einen Kugelschreiber oder ähnliches, der offen ist. Der kann dann irgendwann mal hier durch die Wand durchstoßen. Aber abgesehen davon ist das ein super Bombenteil. Und das funktioniert so. Warte, einen Moment. So, und zwar ist das so, dass ihr den Rucksack hier oben, wenn ihr den befüllt habt, einfach umschlagen könnt mehrmals. Mindestens dreimal sollte man das machen und dann ist hier so eine Vorrichtung dran, so ein Clip, und da macht man das ineinander. Dadurch kann sich das nicht wieder auseinanderdrehen und der Rucksack ist halt richtig dicht. Also man sollte jetzt nicht damit tauchen gehen, aber wir hatten den schon beim Kajak-Kanufahren dabei, im strömenden Regen auf Thailand, und der ist immer dicht geblieben. So sieht das Ganze dann aus. Man kann den dann halt hier bequem aufsetzen, wobei bequem relativ ist. Der ist halt jetzt nicht gepolstert oder sowas, dadurch kann der so dünn und leicht bleiben. Aber wir haben damit keine Probleme gehabt. Wir auch, haben sogar zwei MacBooks drin transportiert gleichzeitig, plus Ladekabel, plus eine Mehrfachsteckdose und solche Dinge. Und ja, hat er alles spielend mitgemacht. Und ja, damit sind wir auch schon auf Vulkane geklettert, wir haben Dschungeltouren gemacht und ähnliches. Ja, und ich zeige euch jetzt auch einmal, dass der wirklich dicht bleibt. Dafür befüllen wir den einmal mit zwei Sarongtüchern. Da sieht man nämlich danach, ob die nass geworden sind oder nicht. Dann machen wir den jetzt hier mal zu. Und dann wird der jetzt mal auf Herz und Nieren getestet, würde ich sagen. So sieht's aus. Man merkt auch, wenn man jetzt hier drückt, da entweicht die Luft nicht, die da drin ist. Also der ist wirklich jetzt dicht. Aber, damit er das wirklich glaubt, zeigen wir euch das jetzt mal. Nee, erstmal wieder geduscht. So, da sind wir wieder. Rucksack immer noch alles beim Alten. Die Luft entweicht nicht. Und wir duschen den jetzt erstmal. So. Gut geduscht. So, wie ihr sehen könnt, hier perlt das Wasser auch super gut ab. Die Luft ist immer noch drin. Und der nächste Härtetest, der geht direkt weiter zu meiner jungen Assistentin. Junge Assistentin, die sitzt nämlich schon im Wasser. So, gucken wir mal, dass wir dich schön drauf kriegen. So, und die spielt jetzt mal ein bisschen damit. Drehen wir ein paar Mal. Ja. Also unter Wasser sollte man eigentlich, wie gesagt, nicht nehmen, aber damit ihr mal seht, dass er halt dicht ist, wirklich. Ja, gib mal wieder her. Ja. Oh nein. Schlecht. Nein, ich hab noch Portemonnaie in der Tasche. So, dankeschön. So, ein bisschen abtrocknen hier. Mal schön die Kamera nass. Also, man sieht, wenn ich drücke, Volumen ist immer dasselbe, die Luft ist nicht entwichen. Ergo wird wohl auch kein Wasser eingedrungen sein. So, machen wir wieder auf jetzt. Ihr seht ja hier, dadurch, dass das halt jetzt schon die dritte, vierte, fünfte Windung war, jetzt habe ich halt nur nasse Hände. Ich hoffe, das sieht man jetzt. So, mal gucken, dass man mich auch sieht.
So, jetzt hole ich mal die Sarungse da raus. So, werf den mal zur Seite. Also ich denke, ich hoffe, dass man es erkennen kann, hier sind keine Flecken drauf, außer jetzt hier die von den Armen. Hier auch, außer halt gerade von der Hand. Das ist alles echt pupstrocken geblieben. Ja, und ich kann den auch mal umdrehen. Ja, gut, das ist nur oben beim Umdrehen was da reingekommen. So, wenn ich das jetzt hier zeige, einmal umgedreht, da ist halt kein Wasser drin. Der ist komplett trocken geblieben. Einzige halt hier oben beim Aufmachen ist es nass geworden gerade. Von mir, vom Umdrehen. Aber sonst, ja, komplett trocken geblieben. Und den Rucksack können wir euch halt, wie gesagt, echt extrem empfehlen. Egal wo es hingeht, ob in ein Regengebiet, zur Regenzeit, in einen Regenwald, wo es feucht ist oder sonst was. Wir haben immer diesen Rucksack dabei. Bis jetzt ist nichts nass geworden. Alle Pässe, MacBooks, Handy, Kamera, wenn es anfängt zu regnen, alles bleibt pupstrocken. Und ja, das ist unser Backpacker-Tool Nummer, weiß ich gerade gar nicht, Nummer 5, glaube ich. Der Sea2 Summit, hier steht es auch, wasserdichte Rucksack. Klein und leicht, perfekt. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao.